In einem Notfall sind zuerst Ersthelfer vor Ort. Wie wichtig sind sie in der Rettungskette? Extrem wichtig. Nur schon, wenn man natürlich de Critical Resource Management Richtlinie anschaut van de die jetzt gegeben worden sind. Und da steht ganz klar in kennt deine Arbeitsumgebung. Und ich brauche die erste Hilfe, omdat sie seine Arbeitsumgebung kennt. Und wenn ich mit dem Rettungsdienst vor Ort komme, muss ich wissen, in welchen Lift kann ich reinfahren. Und wie ist der Weg? Und die machen für mich den Weg frei, die weisen ein. Die Reanimationen, die ich persönlich in meinem Berufsleben als erfolgreich erlebt habe, die sind alle ohne Ausnahme nur erfolgreich, omdat de eerste helft angefangen had met hartdrukmassage en goed alarmiert had. En dat is het A en O. En wenn dat niet läuft, dan kunnen we hier. We komen immer zu spät. En ja, dan hebben we eigenlijk fast geen. Had de patiënt geen kans meer. Het gaat niet zozeer om de samenwerking tussen ons, het gaat om het leven van de patiënt. En die is nur. Dat gaat nur goed, wenn alle partijen richtig zusammenarbeiten. Zum Beispiel die Feuerwehr. Wie beurteilt der Feuerwehrkommandant Roger Brünker die Zusammenarbeit mit den Ersthelfern im Notfall? Grundsätzlich sehr gut. Du merkst einfach, dass die Leute die nicht so Verständnis haben, wieso das so lange geht, bis zum Beispiel ein Patient aus einem Auto draußen ist. Oder auch, wieso dass man halt vielleicht nicht dort hinfährt, wo sie jetzt das Gefühl haben, ja, wenn sie sich einweisen, haben sie immer das Gefühl, du musst gerade dort hinfahren. Und wenn du halt weiterfährst, das verstehen sie nicht. Und darum ist eine Ausbildung schon wichtig. Aber sonst sehr gut, weil sie machen, was man sagt, sie helfen und das schätze ich sehr. Aus Sicht des Rettungssanitäters sieht das ähnlich aus? Ja, im Prinzip eigentlich sehr gut, auch im Rollen natürlich der Rettungskette. Sehr wieder die wichtige Rolle von der Ersthelfer. Da steht und fällt der ganze Einsatz mit. Ich habe eigentlich persönlich gute Erfahrungen gemacht. Ja, wenn es schlechte Erfahrungen sind, ist es eher auf menschliches Niveau statt auf wirklich Erste-Hilfe-Niveau und so. Das gibt es natürlich, aber ja. Das gibt halt nicht nur von Ersthelfer aus, auch vom Rettungsdienst aus. Ja, das es gibt halt, man kann auch seine schlechte Tag haben, dass es für dich nicht läuft. Und da muss man auch ehrlich sein. So. Auch unter den Blaulichtorganisationen gibt es so Sprichwort, in Krisen Köpfe und deren Kompetenzen kennen. Oder? Und ich sage einfach, wenn man einen Namen kennt, egal, ob es professionelle Hilfe ist oder über Ersthelfer, wenn auch die wissen, was machen die anderen, was können die anderen, das ist natürlich viel einfacher. Darum brauche ich Ausbildungen und genau darum hat der IVR 3 Refresher Plus von der San Arena einen Praxistag in Effretiken im Programm. In den meisten Kursen wird wirklich einfach vom Bereich Sanität etwas ausgebildet, aber Partnerorganisationen sind nicht im Spiel. Und das ist eben genau so ein Praxistag, wo eben halt die Führer da ist, wo ihnen mal noch ein Horizonterweiterung zeigt, was kann auch sonst noch sein und halt auch ein Rettungswagen, der noch kommt, dass wir auch das machen, anschauen. Das finde ich sehr wertvoll, eben, dass man wirklich einmal nicht nur das 0815 macht, sondern eben halt ein bisschen mehr den Leuten zeigt. Und sie können selber mal wirklich Hand anlegen, sie können das selber machen und nicht die Führer, die es macht. Sie merken, oh, wie schwer ist das Zeug und ja, auf was muss ich alles schauen. Sie sehen auch mal andere Mittel wie Drehleiter. Ja, was kann man mit der machen? Wie hoch kommt man überhaupt mit dem? Oder wie kann man eine Person noch in einem Schacht oder in einem Graben aufholen? Und sicher etwas, was sie nicht werden als einzelne Person brauchen, aber eben, wenn so etwas passiert in einem Betrieb, wissen sie, mit was kommt die Führung. Man kann es unterstützen, sie wissen, wie viel Platz braucht man. Für den Teilnehmer ist das absolut die Kirsche auf der Torte. Das ist absolut heiße Sahne, was da läuft. De samenwerking, de rettingswaken, veel intensief aanschouwen als in stufe 3 koers. Zelf allemaal dingen in de hand houden. De stoel kennen leren, wie krijgt man einde van een stekker eronder. Wat komt daarbij? En de tiefe retting met de vuurweer mag. De heuwerretting, man darf maar 30 meter hoeven. Zelf allemaal de share om de spreidser in de hand nemen. Zowel als Klaas van auto kapot mag, dat zijn zo van die, ja, wann passiert das, wann darfst du das, wenn er niet in de vuurweer bist. Und das wird sehr, sehr geschätzt. Und dann am Ende de Tag, am Ende van de Tag, de Übung, Patientenrettung mit Vuurweer, unter Leitung von Vuurweer und Rettungsdienst selber einen aus dem Fahrzeug holen. Was heißt das, wenn du im Fahrzeug hockt und es wird kaputt geschnitten? Es knallt mal rondom dir, de Reifen werden kaputt gemacht, whatever. Das ist Hammer, das ist absolut ein Erlebnis, die einmalig ist und die beibleibt.